Hi, ja, wir sind immer noch in Ungarn und heute wollen wir uns auch ganz gerne mal wieder was anschauen. Das Wetter lädt ja regelrecht dazu ein, es ist angenehmer, schöner Wind und nicht zu heiß. Aber bevor ich euch sage, wo es heute hingeht, würde ich euch mal ganz gerne mal einen Ausblick zeigen. Moment, also muss ich euch einmal umdrehen. Dann seht ihr ja schon, hier ringsherum die Berge. Hinter mir sind auch wunderschöne Weinberge. Und da hat man einen wunderschönen Blick auf den Balaton hier. Da ist er. Und ja, das Ziel für heute, was wir uns ausgesucht haben, das kann man auch von hier auch schon ganz gut sehen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es selber reinkriege. Moment. Ah, wo haben wir es? Schau es gerade. Da. Da haben wir sie. Ja, das ist eine Burgruine und die wollen wir uns heute mal ganz gerne anschauen. Also, bleibt dabei! Ich melde mich auch mal zu Wort. Wir sind jetzt hier in der Burg angekommen. Hier hat man schon einen Hammerausblick. Das sieht echt klasse aus. Ja. Hier ist auch ein kleiner Spielplatz, den gucken wir uns auch an für die Kinder. Aber als erstes kommt die Burg. Ist schon ein gut steiler Aufstieg, aber nicht sehr lang. Leon hat es auch gut hingekriegt. Der hat sich sogar, weil es so einfach ist, ständig Steine in die Hosen gesteckt. Aber der hat das gut geschafft. Na gut, gucken wir uns mal jetzt hier um. Hier sieht man wieder, wie klein die Menschen früher waren. Also ich muss mich ganz leicht bücken. Aber wirklich schön hier. Zwar ein paar viele Menschen, aber was soll's. Der Ausblick entschädigt hier vieles. Wir gehen jetzt wieder runter. Hier habt ihr nochmal
einen wunderbaren Ausblick. Echt Hammer hier die Burg. Ist auch für Kinder wirklich gut zu bewältigen. Halben Tag würde ich jetzt einplanen. Also Leon ist hier auch den ganzen Weg alleine gelaufen. Das hat er gut gemacht. Die Treppen sind hier ein paar, ja, aber das geht schon. Die sind ja hier auch nicht alle gleichmäßig. Das hat ihm trotzdem Spaß gemacht hier, die Klettertour. Ja, für die Größeren gibt es ja auch noch Bogenschießen, Souvenirs gibt es hier. Also für einen halben Tag, wenn mal das Wetter nicht ganz so toll ist. Ist auch ganz, ganz angenehm hier oben, der Wind. Ja, so rum. Mal ein bisschen erfrischend, wenn man hier die ganze Zeit immer nur 30, 35 Grad hat. Eine schöne Alternative. Ja, okay. Das war's dann von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.